Willkommen, Professor Hörber von der Hochschule für angewandte Wissenschaft, für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Herr Hörber, Sie sind Teil des Bildungssystems als Fachbereich Maschinenbau Ja. an der Universität. Wenn Sie sich das heutige Bildungssystem anschauen, wo gehen wir hin, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu decken? Wir müssen natürlich an vielen Punkten ansetzen. Wir haben einmal die gewerbliche Ausbildung, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir dürfen nicht sagen, wir müssen jetzt alle an die Hochschule schicken. Wir müssen natürlich auch die Hochschulausbildung stärken und da sind wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften natürlich die, sagen wir mal, praxisorientierten und die, die jetzt direkt bei dem Fachkräftemangel sehr stark unterstützen können. Über die Universitäten möchte ich mich natürlich nicht so äußern, aber das ist natürlich so, dass dort in erster Linie die Forschungstendenz im Vordergrund steht und wir wollen eben einfach diese Anwendungsbezogenheit bei uns weitertreiben und auch verstärken. Wie erleben Sie als Lehrender an einer solchen Hochschule die Durchlässigkeit des Bildungssystems für Talente, die aus der beruflichen Bildungsschiene kommen? Wir haben die Möglichkeit, dass wie in fast allen Ländern jetzt mittlerweile, dass auch Studierende ohne oder Bewerber ohne Abitur angenommen werden. Das Problem dabei ist aber, diese Bewerber dann auch vernünftig, sage ich mal, durchs Studium zu bringen, weil eben einfach die Voraussetzungen doch anders sind und man kann nicht sagen, die sind auf dem gleichen Niveau beim deutschen Qualifizierungsrahmen. Das ist zwar die gleiche Ebene, aber die Qualifikation, die sie sich erworben haben, ist doch eine andere, also andersartig. Und wenn solche Leute dann studieren, ist es gut. Sie haben andere Kompetenzen und die kann man auch gerne weiter nutzen und auch forcieren. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass unser Bildungsziel der Grundlagen auch gewährleistet wird. Und da gibt es dann eben, wenn sie ohne Abitur kommen, sind halt in Mathematik und Naturwissenschaft Defizite, die eben ausgeglichen werden müssen. Und das kann durch unser System, das bisher da ist, so nicht erfolgreich absolviert werden. Würde das heißen, dass wir statt eines Rahmens, der vorgibt, dass es Stufe 3, 4, 5 einen Übergangsbereich bräuchten, wo noch eine zusätzliche Ausbildung stattfindet? Ja, wir bräuchten einfach systematische Vorkurse. Das ist bei uns so nicht institutionalisiert. Wir haben also keine Ressourcen dafür, dauerhaft Vorkurse anzubieten. Und gerade diese Menschen, die sehr stark motiviert sind, sollte man nicht frustrieren, indem sie dann in den, sag mal, normalen Hochschultrott reinkommen und dann eben einfach zum Großteil, ich sage nicht, dass alle versagen müssen, aber ein Großteil wird versagen, weil sie eben einfach das Handwerkszeug nicht zur Verfügung haben. Und wenn man ihnen das Handwerkszeug nicht gibt, dann ist es auch, sage ich mal, fahrlässig, diese Menschen einfach ohne, sag mal, Zwischenqualifizierung an die Hochschule abzugeben oder einzuladen, dahin zu gehen. Jetzt sind wir hier auf dem Hochschultag des VDT, des Vereins der Techniker. Wie schätzen Sie die Qualifikation der Techniker ein, wenn die in die Hochschulausbildung übergehen? Ja, die Techniker sind natürlich, sagen wir mal,
auch von der Theorie her besser qualifiziert, als wenn man mal von den Gewerblichen oder auch Meistern spricht. Also die Techniker haben ja auch schon eine höhere Qualifikation. Die ist aber meiner Meinung nach nicht durchgehend, kann sie auch gar nicht, sonst wären sie ja in der Hochschule. Kann einfach nicht so wissenschaftlich sein, wie sie eben an Hochschulen oder Universitäten ist. Und deshalb muss man eben sehen, wenn man jetzt wirklich nicht einen einzelnen Techniker mal bewerten will, sondern wenn man irgendwas strukturell machen will, dann muss man eben einfach die Institution Technikerschule, ich sage jetzt mal hier in Berlin, mit unserer Hochschule vergleichen und dann eben einfach sagen, da kann ich was anerkennen oder auch nicht. Wenn jetzt ein Einzelner kommt, dann muss man eben sehen, was sieht man aus den schriftlichen Unterlagen. Und die Erfahrung sagt einfach, dass relativ wenig anerkannt werden kann, weil einfach die Wissenschaftlichkeit fehlt. Wissenschaftlichkeit, um das vielleicht einmal zu erklären, man kann als Techniker bestimmte Dinge nutzen und hochqualifiziert verwenden, aber nicht auslegen und produzieren lassen. Wenn Sie aus Ihrem Blickwinkel einen Wunsch frei hätten, mit Blick auf das Bildungssystem, der ohne Diskussion umgesetzt würde, was wäre dieser Wunsch? Also es gibt natürlich viele Wünsche, aber ich will mich immer auf den Wunsch jetzt mal begrenzen, was jetzt, das ist ja unser Thema, Techniker und vielleicht auch gewerbliche Mitarbeiter, wie bringen wir die unter an Hochschulen und vielleicht auch Universitäten? Ich würde mal sagen, ohne jemanden jetzt Böses zu wollen, der nähere Schritt sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, weil wir sowieso daher kommen, dass wir sehr viele Leute mit Berufsausbildung, die kommen dann zu uns und studieren bei uns. Also von daher haben wir schon auch so eine gewisse Gemengelage an diffusen Eintrittsqualifikationen, sodass jetzt wir da vielleicht der erste Ansprechpartner wären. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir so eine Beschleunigungsstrecke einbauen, dass wir so eine Vorkurse, die können ein paar Monate sein, vielleicht ein Semester, wo wir mit den Leuten dann eben einfach lernen, was ist denn Studium, was muss ich machen, um selbstständig zu arbeiten und die Grundlagen in Mathematik und Naturwissenschaften dort dann zu lehren und zu lernen und dann mit den anderen zusammengeführt zu werden, und dann ist das sicherlich ein Erfolgsmodell. Aber ohne eine Vorprägung ist das nur für die wenigsten machbar.